Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Frag Marc. Ihr fragt, ich antworte. Heute zum Thema Fettverbrennungspuls. Ihr fragt ja häufig, gibt es den Fettverbrennungspuls, wo ich am allermeisten Fett verbrenne? Und da muss man ein bisschen unterscheiden, weil es auch auf die Gesamtenergiebilanz ankommt. Und das wollen wir heute in diesem Video gemeinsam ein wenig sortieren. Also stimmt natürlich, bei sehr niedrigen Intensitäten, so als Beispiel Puls 120, wenn ich da auf dem Fahrradergometer sitze, da ist der prozentuale Anteil der Fettverbrennung, der ist relativ hoch. Um das einfach zu rechnen, machen wir einfach ein Beispiel. Ich sitze da bei Puls 120, 45 Minuten auf dem Fahrradergometer und verbrenne so 200 Kalorien. Und meine gute Pulsuhr, die zeigt mir dann an, dass ich da 70% Fettverbrennung hatte. 70% von 200 sind allerdings nur 140 Kalorien, die aus den Fetten kommen, vereinfacht gerechnet. Das heißt, wenn ich hinterher einen Eiweißriegel esse, selbst wenn ich einen esse oder einen Shake trinke, bin ich in der Kalorienbilanz plus minus null. Wenn ich jetzt die Intensität, sagen wir mal, auf 140 bis 150 erhöhe, also 20, 30 Schläge Unterschied, ist die Intensität deutlich höher, noch keine Sauerstoffschuld, und meine Pulsuhr zeigt mir an, leider nur 50% Fettverbrennung. Das ist eigentlich tragisch, aber das Gute ist, bei Puls 150 ist die Energieflussrate im Gegensatz zu Puls 120 fast doppelt so hoch. Und 50% von 400 ist dann 200. Das heißt, ich habe in der gleichen Zeit 200 Fettkalorien verbrannt, viel mehr Kalorien insgesamt. Und das muss man ein bisschen unterscheiden. Dass man natürlich ein Fettstoffwechseltraining macht. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert, aber Fettstoffwechseltraining ist kein Fettverbrennungstraining, sondern es wird nur optimiert, die Fettverbrennung zu trainieren. Und wenn man 2-3 Mal im Club ist und trainiert auf dem Fahrradergometer oder im Milon-Zirkel oder auf dem Crosstrainer, ist natürlich auch wichtig, auf die Gesamtenergiebilanz zu schauen. Und deshalb kann es Sinn machen, zwar im aeroben Bereich zu trainieren, aber deutlich höher als 120, 130, was immer gesagt wird, sondern 140, 150, wie gesagt, doppelte Energieflussrate und deshalb auch insgesamt mehr Verluste bei den Fetten. Halten wir nochmal fest, der Unterschied zwischen Puls 120 und 150 ist bei 150 fast doppelte Energieflussrate. Daraus solltet ihr jetzt nicht schließen, dass je höher der Puls ist, dass ihr umso mehr Fettverbrennung habt. Stimmt zwar, wenn ich mit sehr hohem Puls trainiere, setze ich unheimlich viel Energie um. Kann auch mal Sinn machen im Rahmen eines Intervalltrainings. Wenn man das länger auf dem Fahrradergometer macht zum Beispiel, dann eher nicht. Es gibt nämlich etwas, das heißt anaerober Bereich, ein Bereich, bei dem man die Sauerstoffschuld eingeht. Und im anaeroben Bereich gibt es keine Fettverbrennung. Wie kann ich das jetzt leicht feststellen? Entweder halte ich mich so Richtung 120, 130 oder 150 bis 160, aber generell gilt, aerob, also mit Sauerstoffüberschuss, isst man, solange ihr euch noch im ganzen Satz unterhalten könnt. Früher hieß das mal laufen ohne zu schnaufen. Am meisten Fett wird übrigens genau an dieser anaeroben Schwelle verbrannt. Das sind so ungefähr 85-87% der maximalen Herzfrequenz. Da müsstet ihr allerdings eure maximale Herzfrequenz kennen. Das ist so die Intensität, die ihr so bei maximaler Anstrengung 45 Minuten aufrechterhalten könnt. Kann man ruhig alle 10, 14 Tage einmal machen. Ist super für die Fitness, super für die Fettverbrennung und ist eigentlich optimal, um die Kondition zu steigern. Das war's heute zum Thema Fettverbrennungspuls. Tut mir einen Gefallen, setzt euch nicht stundenlang aufs Fahrrad oder auf den Crosstrainer bei Puls 120, 130. Das ist immer die super Empfehlung, auch von allen Ärzten. Bei Puls 130 macht man nie was verkehrt, weder für 30-Jährige noch für 85-Jährige. Versucht das ein bisschen zu akzentuieren und immer im aeroben Bereich, dann tut ihr richtig was für eure Fettverbrennung. Wenn ihr Fragen habt zum Thema, dann kommentiert gerne dieses Video. Auch mit neuen eigenen Themenvorschlägen, denn ihr wisst ja, ihr fragt, ich antworte.